Willkommen zur ersten Jagd mit den neuen modernen Waffen. Holy moly. Wir sind auf der Savanne unterwegs. Ist ja eine der Karten, die überarbeitet wurde. Wir schauen sie uns einfach heute zusammen an und gucken mal, was da so geht. Der Fokus wird heute auf jeden Fall auf der größten der drei neuen Waffen liegen. Der 308, die sah im Stream von EW so stark aus, dass ich jetzt ultra gespannt bin, was das Ding wirklich so kann. Ich habe aber auch die 223, die neue 223 mit dabei. Auch die werden wir ein bisschen testen. Und für alle Fälle die 300er. Wer weiß, vielleicht kommt ein großer Büffel vorbei. Ihr seht, ich habe keinerlei Bedürfnisgebiete auf der Karte. Die wurde ja, was das angeht, komplett resettet. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was sich da verändert hat und was wir so finden. Ein Streifen-Gnu, es ist 7.36 Uhr, das erste Bedürfnisgebiet, 6 bis 9 Uhr, das ist definitiv eine neue Trinkzeit. Ich meine, die war ziemlich spät abends, wir haben ja gleich ein goldenes. Klasse 6, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, gleich mal die 308 zu testen. Vielleicht kriegt man sogar ein paar von denen. Let's go! Ich bin auf ungefähr 160 Meter dran, was mir jetzt auch aufgefallen ist. Bis jetzt hat noch keines der Tiere beim Trinken den Kopf angehoben. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade Zufall ist. Werden wir auf jeden Fall ein bisschen im Auge behalten, aber die sind dauerhaft nach unten. Was natürlich sehr gut für Nackenklatscher ist. Sie stehen alle relativ spitz, aber ich meine, die hat Power. Ich denke, das sollte gehen. Junge, ich muss ehrlich zugeben, ich war vor allem nach der ersten und zweiten Waffe noch nicht so richtig gehypt auf dieses Waffenpack. Aber jetzt mit der neuen 308 und wo ich sie so quasi in den Händen habe, ich bin ein bisschen hibbelig. Wir sehen auch unten rechts Geruchsneutralisierer, sehr, sehr cool, dass das jetzt mit drin ist. Die ersten Schüsse mit der neuen 308. Alter, ich wollte es jetzt nicht übertreiben, aber der Sound ist verdammt schön. Kein Scheiß, wir haben Jagddruck. Wir schauen mal, wie ich sie getroffen habe. So wie es aussieht, ist hier nur ein Jagddruck da. Das heißt, es ist nur dieses eine gefallen. Ich habe bewusst jetzt mal die ersten paar Schüsse auch nicht perfekt aus dem perfekten Winkel genommen. Einfach mal, um zu testen, was da geht. Oh, die neue Medaille. Bronze sieht jetzt hier so im Großen nochmal richtig schön aus. Ich meine, es hat gepasst. Das war, glaube ich, der zweite Schuss. Ist noch in Leber rein. Aber ist irgendwie auch ganz gut, dass jetzt hier nicht alle sofort umgefallen sind. Das heißt, man kann nicht aus jedem Winkel planlos draufschießen, man muss sich da schon noch konzentrieren. Extrem krass war wirklich der Rückstoß und die Genauigkeit hatte ich so noch bei keiner Waffe im Spiel. Aber wir testen jetzt direkt weiter. Neues Bedürfnisgebiet. Spießbock trinkt von 3 bis 6.30 Uhr. Die Bedürfniszeiten, die wir jetzt hier in dem Video zusammen rausfinden, blende ich euch am Schluss nochmal gesammelt ein. Das sind bestimmt noch nicht alle, aber dann tut ihr euch vielleicht schon mal so ein bisschen leichter, wenn ihr dann ab nächster Woche auch auf der Savanne unterwegs seid. Wir haben hier einen schönen vierer männlichen Spießbock. Wir machen jetzt hier mal einen 300 Meter Schuss mit der neuen Waffe. Wirklich schön im Profil oder breitstehend. Dann können wir mal wirklich schauen, ob das ausreicht. Ist Klasse 8 damit das größte Tier, das man mit der schießen kann? Bin ich jetzt selber sehr gespannt. Viel weiter als 270 komme ich nicht. Sonst ist da der Hügel im Weg. Müsste eigentlich gepasst haben vom Schuss. Geht runter auf 50. Sieht nach Single Lunge aus, aber wir schauen es uns mal an. Besonders weit ist er nicht gekommen. War sogar die Doppellunge. Sind natürlich einfach C4. Alter, ich hab's mir gerade gedacht. Savanne ohne Büffelangriff kommt eigentlich nie vor. Alter, schaut ihn euch an, ey. Naja, dafür haben wir eigentlich genau das richtige Ding dabei. Alter Schwede. Also zur Selbstverteidigung, auch wenn es die falsche Klasse war, kann man die ganz gut hernehmen. Hier kommt die nächste Gnu-Herde auf uns zu, ein 4er bis 39. Wahnsinn, es ist wirklich krass, wie genau die Waffe ist. Gold-Gnu 35,4, erste Doppellunge, zweite Doppellunge, ja, schönes Ding, weiter geht's.
Hier sind gerade noch mal ein paar Spießböcke, die sind nervös, die sind wahrscheinlich vielleicht wegen Löwen weggerannt. Vierer, der geht bis 3,70. Das ist in Deer Range, wenn ich jetzt gerade richtig liege. Wir schauen mal, wo die hingehen. Wäre natürlich super geil. Mir fehlt der Spießbock Deer auf jeden Fall noch. Oh, der ist auf jeden Fall groß, ich kann es nicht sagen. Hier ist er, 120 Meter, 130 Meter. Müsste eigentlich gepasst haben. Ich glaube, er ist gerade noch runter auf 50. Keine Ahnung, ob der wirklich Deer-Potenzial hat, aber mich würde es alleine schon richtig freuen, um die neue Deer-Medaille zu sehen. Das wäre natürlich geil. Jagddruck ist da. Wir schauen ihn uns an. So, hier liegt unser Spießbock. Die Hörner sind schon ziemlich lang. Gefühlt würde ich sagen, es reicht nicht ganz. Aber wir schauen ihn uns jetzt einfach mal an. Es ist ein Goldspießbock. 3,30,1 auf 146 Meter, auch mit der Doppellunge, der ging sehr schnell down. Schade, ey. Ich hoffe, wir finden noch irgendwas Größeres. Mich interessiert wirklich, wie die Deer-Medaille aussieht. Hier liegt irgendwas. Alter Schwede, war das schon immer so? Löwe frisst von 4.30 Uhr bis 8 Uhr. Also ich habe das noch nie gesehen. Ich kann gerade nicht sagen, ob die das geändert haben. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob das schon immer so war und ich es einfach nicht wusste. Ich bin jetzt mal zu den alten Trinkzeiten der Löwen hier in den Osten an den See gegangen. Da hatte ich eigentlich immer welche. Und hier ist auch einer. Na? Genau, also Trinkgebiet entdeckt. 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Sieht also so aus, als ob sich das nicht wirklich verändert hätte. Allerdings, wenn die jetzt hier ihren Kopf nicht mehr hoch machen, der Löwe sieht auch so aus, ob er unten bleibt, ist das mit Sicherheit ziemlich anspruchsvoll, die hier vor allem von vorne zu erwischen. Ich habe ihn jetzt auf wachsam gebracht, dann ist er erst aufgestanden. 170 Meter. Geht langsam runter. Schuss hat gepasst. 2,29,1, 45,4. Ich habe hier jetzt gerade mal einen kleinen Kudu irgendwo stehen sehen. Hier ist er, ein Dreier. Das wäre jetzt mal eine gute Möglichkeit, die 2,23 auszuprobieren. 150 Meter. Hat auch einen richtig guten Sound. Ist immer noch bei 75. Das ist ja im Endeffekt genau das Ding, was man bei der 2,23 sagt. Dass die einfach so ein bisschen wenig Power hat. Ist auf 50. Wir schauen mal, ob es vielleicht gereicht hat. Der nächste aggressive Büffel. Das sind jetzt nur Forschungszwecke. Mich interessiert einfach, ob die beim Büffel bis in die Lunge reingeht. Naja, doch, sieht gar nicht so schlecht aus. Ist immer noch auf 100. So, jetzt sollte er eigentlich fallen. Schauen wir mal. Ah, tut sich da auf jeden Fall schwer. Ich meine, es waren 23 Meter Abstand. Nicht wirklich reingegangen. Aber normalerweise schießt man auch nicht mit der 2,23 auf Büffel. Kudu liegt aber auch. Schauen wir uns an. Der Kudu ist auf jeden Fall ein gutes Stück gekommen. Aber ich glaube, er hat sogar gepasst. Single Lunge. Ja, gerade so. Auf 166 Meter. Also viel weiter dürfte man nicht mehr weg. 79 Kilo und 122 4. Nachdem die Gnus jetzt so schön in der Früh trinken, werde ich jetzt mal nochmal ein paar Stellen absuchen. Mir fehlt da noch der Deer, vielleicht finden wir noch was Gutes. Ich bin in den See im Nordosten und habe die nächste Gnu-Herde entdeckt. Schauen wir mal, was Schönes dabei ist. Ein Vierer auf jeden Fall schon mal. Ja, den Vierer werden wir uns auf jeden Fall holen. Wir werden ihn nicht holen, weil der verdammte Löwe uns dazwischen funkt. Die kommen in unsere Richtung. Jetzt kann die 308 zeigen, was sie kann. Oh shit, ich krieg gerade ein bisschen Schiss. Alter. Kam mir gerade ein bisschen so vor wie ein König der Löwen. Aber ist gut gegangen, vielleicht findet man noch eins.
erste leider nicht gut getroffen. Ich sag euch, diese Embleme hier, die sehen richtig, richtig gut aus. Ich habe sie eine Weile verfolgt, sonst ist leider keins mehr gefallen. Ich habe den Hund mitgenommen, der ist dann auf Beute verfolgt gegangen. Das heißt, die haben quasi überlebt. Ich habe aber hier vorne schon die nächste Herde gesehen. Genau, ich schaue mal, ob ich die rankollen kann, was sich da noch so verbirgt. Vierer Goldgnu, noch ein Vierer. War da gerade ein Löwe? Ich glaube, das hier ist das Größte. Steht schön. Reit. Ich hoffe, ich habe ihn vertrieben. Ich meine, die Gnus sind jetzt auch weg, aber immerhin haben wir überlebt. Ja, der war auf jeden Fall, der war schon recht nah an uns. Also wir saßen hier hinter dem Baum. Alter, diese Löwen, ey. Hier vorne läuft jetzt gerade noch ein Kojote. Da könnte man eigentlich nochmal die 223 auspacken. Für Kojoten soll die ja sehr gut sein. Geht runter auf 50. 25 müsste gleich am Boden sein. Jagddruck ist da. Der müsste irgendwo liegen. Nochmal so ein großer. Der kommt mir ein bisschen größer vor als der von eben. Alter, vielleicht doch nochmal die Chance auf ein Deer. Hier ist auf jeden Fall schon mal der Kojote. Ich habe ihn schlecht getroffen, aber an sich hätte die mit Sicherheit gereicht. Wir gehen aber jetzt direkt weiter zu dem großen Spießbock. Hier steht er vor mir. Ich war ein bisschen zu unvorsichtig. Vielleicht beruhigt er sich gleich nochmal. Nächster Versuch. Es muss hier ganz nah sein. Das dürfte er sein. Er ist ein paar Mal geschrien. Hier kommt's. Also ich würde sagen, die Hörner sind größer als die von dem davor. Geht runter, schauen wir uns an. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Wenn er dann immer so liegt, dann kommt es mir doch ein Stück kleiner vor als von der Ferne. Wieder ein Gold. Doppellunge auf 31 Meter. Gut, das hätte so ungefähr jede 4 bis 8 zustande bekommen. 337,4, Alter. Shit. 0,1 Punkte. Schade, schade. Trotzdem. War ein richtig cooler erster Jagdausflug mit den neuen Waffen in der Savanne. Wir werden weiter dranbleiben, den Dias suchen. Gefühlt würde ich sagen, auf der Savanne ist irgendwie mehr los. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass die Tiere oder die Herden sich mehr verteilen. Ich hatte ganz oft einfach super schöne Herden rumziehen sehen, habe Löwen jagen sehen. Hat richtig Spaß gemacht, jetzt hier auf die Jagd zu gehen. Heute stand die 308 im Vordergrund. Wir werden die und vor allem auch die anderen beiden Waffen aber gleich im nächsten Video uns anschauen. Da springe ich gleich rein. Ich lade es die Tage hoch und sobald es online ist, verlinke ich es hier oben rechts. Da schauen wir nach Mexiko, gucken eben die anderen beiden Waffen nochmal an und schauen, wo sind da Weißwedel. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.